Am Samstag, den 4. Mai 2024, kam es um 13.25 Uhr am Westportal des Tunnels in Wehr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 48-Jähriger mit einem LKW eines Entsorgungsbetriebes die Bundesstraße 518 von Wehr in Richtung Bad Säckingen. Offenbar, weil die oberhalb am Fahrzeug angebrachte Ladeklappe nicht geschlossen war, blieb diese am Tunnelportal hängen, riss ab und wurde auf einen entgegenkommenden, aus dem Tunnel herausfahrenden PKW abgeworfen. Der im geschädigten Fahrzeug befindliche 52-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem PKW, einem Opel GT, dem LKW sowie am Betonpfeiler entstand laut Polizei insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa mindestens 50.000 Euro. Das Abmontieren der Ladeklappe sowie das Binden der ausgetretenen Hydraulikflüssigkeit sowie die anschließenden Reinigungsarbeiten durch eine Fachfirma dauerten bis in den Abend hinein an. Der Tunnel war so lange gesperrt, es entstanden entsprechende Verkehrsbehinderungen. Polizisten des Polizeireviers Bad Säckingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Wie der 52-jährige Fahrer des geschädigten Fahrzeugs berichtet, war er gerade auf dem Rückweg vom TÜV in Waldshutingen, bei dem er einen 5.000 Euro teuren Umbau seines Wagens abnehmen ließ. Als er durch den Tunnel der B518 bei Wehr fuhr, krachte plötzlich die rund 1,80 Meter große Klappe des Müllfahrzeugs von oben auf die Motorhaube seines Opel GT. Gerade mal 7.000 Fahrzeuge gibt es weltweit von diesem Modell, welches er erst seit Januar neben seiner Oldtimer-Sammlung besitzt. Ein besonderes Stück für ihn, da der Opel erst 8.000 Kilometer auf dem Tacho hat. Sehr wenig für sein Alter. Ersatzteile gibt es laut dem Autofahrer keine mehr auf dem Markt. Er sagte, dass er lieber einen Finger durch den Unfall verloren hätte, als dass nun sein Wagen Schrott ist.